mein richtiger Vater, der musste ja mit 21 Jahren in den Krieg ziehen, ist nach Russland gekommen und hat dort sein Leben verloren. Ist aber wohl einmal auf Urlaub gekommen, da hat er meine Mutter mit einem zweiten Kind versorgt, meinen Bruder. Von dem hat er aber gar nichts mehr gewusst, weil das waren alles solche Geschichten. Und so ist meine Mutter dann mit zwei Kindern da gestanden. Dann ist der Wörischmati gekommen, eben von Ungarn, und man hat auch müssen alles zurücklassen, also sein ganzes Vermögen und alles, was er gehabt hat, und ist da zu den Adeligen ins Paleatems gekommen. Da haben sie ihm alle gekannt und dort hat er dann für die Leute, die ihm auch geholfen, und dort haben sie sich kennengelernt. Die Sackstraße hat sich fantastisch entwickelt, sie ist sowieso, also früher war sie wirklich ein bisschen, da waren halt kleine Kreisler und so weiter, und da ist kein Tourist so irgendwie durchgegangen, aber ich muss ehrlich sagen, es hat sich gut entwickelt, gute Geschäfte, klasse Leute, und es wird da sehr gut angenommen, dass die Leute alle da durchspazieren. Also es gibt, glaube ich, fast keinen Touristen, der nicht durch die Sackstraßen spaziert. Ne? Der entweder geht am Schlossberg rauf oder er geht zur Insel rüber oder er schaut sich die Kirchen an und den Schlossberg. Also es ist ganz gut. Ne? Und dadurch profitieren schon auch alle Geschäfte. Wie gesagt, mein weitester Stamm kommt eben aus Tokio. Und der kommt wirklich mit seiner Frau alle Jahre, pünktlich im August ist er da, schaut sich mein Geschäft an, dann kauft er noch gar nicht, weil er noch ins nächste Land fährt, er fährt immer in die Schweiz dann auch und schaut sich halt so Europa halt ein bisschen an, und wenn er, bevor er wieder nach Hause fliegt, kauft er ein paar Sachen, Souvenirs, und nimmt sie mit. Ne? Und das ist, finde ich, schon toll, und das über viele Jahre. Das sind wirklich lauter tolle Firmen, also ob sie jetzt den Steyr nehmen oder eben, wie gesagt, diesen Blaublut oder da sind so liebe Leute jetzt und klasse, die sich wirklich bemühen und viel rausholen. Ne? Also ich kriege, sobald ich von Graz verlasse, drei Tage, habe ich ein Heimweh, das ist unglaublich. Nein, aber wir haben schon saureizende Leute. Also wir haben, also wenn ich jetzt nur, also ob es der Landeshauptmann ist, jetzt kommen alle zu uns einkaufen. Also wir haben da so viele gute Kunden, auch aus Deutschland und überall her, die wirklich ständig Stammkunden haben. Ne? Also denen wir Schuhe nachschicken und so weiter, die so zufrieden sind.